Ja, hallo meine Damen und Herren. Und zwar mein Name ist Günther Schneidereit. Ich möchte Ihnen ganz gerne mal eine Produktbeschreibung geben, und zwar für ein Hörspiel für Kinder. Das ist hier dieses, und zwar was wir persönlich produziert haben. Und das Ganze heißt Charlie und Fay. Und wenn Sie sowas natürlich im Internet sehen, im Shop, können Sie nicht viel mit anfangen, wenn da Charlie und Fay steht, magische Lerntricks für mehr Erfolg in der Schule. Deshalb, vielleicht nehmen Sie sich jetzt mal die paar Minuten hier und im Plauderton erkläre ich Ihnen, wie diese CD oder dieses Hörspiel entstanden ist. Also, meine Tochter kam eines Morgens bei uns in die Küche und sagte, du Papa, ich habe ein Hörbuch geschrieben und ob ich da, sie würde mir ganz gerne mal da etwas daraus vorlesen. Und wie ich das finde. Und wo sie dann so 4, 5 Minuten gelesen hat, da bekam ich also schon eine Gänsehaut und habe gesagt, du, das ist ja sowas von interessant, da machen wir kein Hörbuch von, sondern ein Hörspiel. Ja, um was geht es? Das heißt, also meine Tochter hatte früher unheimlich Schwierigkeiten in der Schule mit dem Lateinlehrer. Sehr sensibel, nicht? Das sind ja viele, viele Kinder, nicht? Und Kinder haben dann auch so ein wenig Angst morgens, schon Bauchschmerzen, nicht? Und gehen dann in die Schule. Und diese Emotion hatte meine Tochter auch. Und daraufhin wollte sie, wie genau, die in diesem Buch Fänger im Roggen aus dem Jahre 1951 von Sellinger, wollte sie eben halt Kindern auch helfen. Und da hat sie eben halt hohes Managerwissen kindgerecht fertig gemacht. Und wir wollen Ihnen, liebe Eltern, jetzt das nicht vorenthalten, dass Sie einfach so etwas kaufen, sondern Sie sehen hier in diesem Hörspiel, mach das mal auf hier, was hier drin ist, da sehen Sie, also da sind zwei CDs drin, nicht? Da ist auch die Fay drauf, nicht? Das jetzt gut, ich habe jetzt einen Scheinwerfer, da blinkt das so ein bisschen, ich halte das mal so ein bisschen, ne? Glänzt auch. Also es ist so, auf der ersten CD ist das Hörspiel, dass Sie sich komplett, das ist keine Hörprobe, dass Sie sich also komplett im Internet anhören können. Denn wir meinen, Sie als Elternteil sollten schon, wenn Sie die beiden CDs Ihrem Sprössling geben, dass Sie eben halt dann auch wissen, um was es geht. Und Kinder haben das ganz gern nicht, wenn da irgendwie was drauf ist und wenn es ein bisschen glitzert. Das wissen die ja, wie das ist, nicht? Das ist ja dann auch wertvoll. So, und dazu gibt es dann auch noch von der Fay, gibt es dann auch noch eine Autogrammkarte und dann sind hier auch noch mal, wie man, ja, was ist da noch drauf? Ich schaue hier mal, und zwar der Armdrücktest, nicht? Den Sie auch hören im Hörspiel, Sie hören sich das ja erst vorher an, und dann auch die magischen Punkte zu massieren, wenn man müde wird und und. Aber da sind eine ganze Menge mehr Tricks noch drauf. Und zwar, es ist so, dass die Fay, sehr schwierig jetzt, kommt den kleinen Charlie besuchen. Er hat Schwierigkeiten in der Schule an 4 Tagen und ja, erklärt ihnen Tricks, nicht? Wie man Ängste verliert. Ich habe hier schon mal mir mal ein paar Stichpunkte gemacht, also wie man Angst vor Klassenarbeiten verliert, warum Fragen stellen in der Schule wichtig ist, Hilfe anzunehmen, wie wichtig gesunde Ernährung ist, gerade vor Klassenarbeiten, dass man Wasser trinkt, aber das hören Sie sich bitte an. Gedächtnis- und Konzentrationsübungen, Visualisierung, Atemtechnik und vieles mehr. Nicht? Also das ist auf der ersten CD drauf und die komplette erste CD stellen wir Ihnen zur Verfügung. Auf der zweiten CD, nicht, weil von irgendwas müssen wir ja auch lesen, also das Ganze bekommen Sie mit der ersten und zweiten CD und kostet 19,90 Euro. Und auf der zweiten CD, und zwar die erscheint uns natürlich für sehr, sehr wertvoll, da sind kurze Affirmationen, Bejahung drauf. Das geht nur 7 Minuten, wenn Ihr Kind morgens, wenn es aufsteht, schon Ängste hat, dass die Fay ihn dann, oder Mädchen oder Jungen, was sie haben, dann motiviert, nicht? Innerhalb von 7 Minuten, das soll auch nicht lange dauern. Dann der zweite Track, das sind 3 Tracks auf dieser CD, im zweiten Teil, da ist eine Musik drauf, und zwar eine Meditationsmusik. Und diese Meditationsmusik, die möchte ich jetzt mal gerade einspielen, dass Sie es hören. Die ist gedacht für die
Klassenarbeit. Das heißt nicht jetzt für die Klassenarbeit, sondern wenn ihr Kind Hausaufgaben macht. Die sollen nicht einschläfernd wirken, nicht? Sie hören es ja jetzt, sondern sie sollen nur so eine beruhigende Schwingung ergeben. Dann geht alles, was ihr Kind aufnimmt, ins Langzeitgedächtnis. Das kennen wir aus dem Superlearning. Und sie sollten ohnehin, das erklärt ja auch die Fay, die Fay erklärt das auch dem kleinen Charlie, dass 30 Minuten Hausaufgaben vollkommen ausreichen. Und wenn er es dann nicht geschafft hat, also wenn die Musik dann aufgehört hat zu spielen, dass er eben halt dann nochmal erstmal in die frische Luft geht, nicht Sauerstoff zu sich nimmt und dann nochmal, vielleicht nochmal 10 Minuten den Rest macht, damit ein Kind auch nicht die Freude daran verliert. Das ist diese Musik, nicht, die sie im Hintergrund hören. Und dann als dritter Track ist dann nochmal, die hört ihr Kind dann, wenn es abends ins Bett geht. Und das geht, weiß nicht, wie lange geht das denn überhaupt? Steht das hier drauf? Ich meine, das geht so ungefähr so 30 Minuten, aber stellt sich dann von ganz alleine aus. Ihr Kind schläft dann schon. Da sagt die Fee dann eben halt so, du lässt jetzt alle Sorgen los vom Tag und nicht, die gehen jetzt in den Luftballon und. Und das ist nochmal so eine Art Meditation. Und wir halten diese CD für unglaublich wertvoll. Wir haben diese CD getestet an Kindern. Und bei uns gegenüber wohnt also ein Immobilienmakler und die Sekretärin hatte einen kleinen Jungen, 10 Jahre alt, und dieser Junge sollte diese CD testen, nicht? Also sie sollte für uns mal die CD testen, was ihr Sohnemann dazu sagt, ihr Sohnemann. Ja, und dann hat sie dann erzählt, nicht? Also ihr Sohn hatte noch einen Freund. Und der hatte Sprachschwierigkeiten, war auch bei einem Logopäden und hatte die Schwierigkeiten, er sprach nicht. Also in der Klasse ganz, ganz wenig nur und da waren Hemmungen, nicht? Und Sie hören das ja auch, wenn Sie sich also diese CD jetzt gleich anhören, dann hören Sie ja auch, was die Fay sagt über Einstein. Das heißt, Einstein hatte früher auch Probleme mit dem Sprechen. Ja, und seitdem spricht der Junge wie ein Wasserfall, nicht, durch diese sogenannte Motivation. Aber die nicht kommt vom Elternteil, sondern die kommt von der Fay. Und das ist etwas für kleine Kinder, etwas ganz, ganz anderes. Wenn sie sagen, hier ordne deinen Schulranzen richtig ein, ne, oder räum dein Zimmer auf, das hört das Kind nicht. Aber schon wie gesagt, sie haben mir die Möglichkeit, hören Sie sich das alles mal genau an und Sie werden mit Sicherheit auch motiviert sein. Und dann können Sie ja entscheiden, ob das etwas für Ihr Kind ist oder nicht. Nicht? Und sie war total begeistert, der Junge auch. Und wir haben, aber das mag jetzt auch eine andere Sache sein, also wir haben eine gute Bekannte. Es ist ein schwerbehinderter Junge, mittlerweile auch schon 15, 16 und spastisch gelähmt, und dieser Junge hört sich im Grunde genommen schon seit 2 Jahren jeden Tag dieses Hörspiel an. Aber das mag vielleicht nur die Schwingung sein, die dieses Kind aufnimmt, das wissen wir nicht, aber die Mutter, wenn es einmal am Tag auflegt, der Junge lacht und freut sich immer, nicht, und muss wohl schon irgendwie eine Schwingung sein. Ja gut, und das Ganze können Sie erwerben. Schon wie gesagt, nicht? Die beiden CDs sind da drin und dann auch diese Karte und eben halt noch hier diese Beschreibung für 19,90 €. Tja, und wenn Sie das jetzt hören und haben vielleicht keine Kinder, aber eine gute Freundin oder einen guten Freund, der Kinder hat, die im Grundschulalter sind, dann wäre das vielleicht ein wunderbares Geschenk, was ich im Grunde genommen hier jeder leisten kann. Ich glaube, ich habe alles soweit gesagt. Nicht? Affirmation, ja, die zweite CD habe ich erklärt. Was da drauf ist, das hören Sie ja. Und dann entscheiden Sie, ob das etwas für Ihr Kind ist. Also wir oder auch die Resonanz ist sehr toll. Hohes Managerwissen, kindgerecht fertig gemacht.